Hallo Welt, mitten im Gefecht. Okay. Musste ich leider die Folge unterbrechen, weil das Band voll war. Das Band war voll. Die Kassette. Wir müssen nur diesen Hund loswerden. Oh, jetzt sind auf einmal wieder so viele. Warum? Kein Grund zur Sorge. Du sagst das so. Wir brauchen bessere Waffen. Wo sind die Hunde? Ah. Wir schaffen das. Preston, dein Optimismus ist super. Wir lassen den Roboter frei und hetzen ihn auf die Leute. Aber wir haben immer noch nicht so einen Robco-Ausweis gefunden hier. Was denn mit dieser Flinte? Geht das nicht? Er ist schon mutiert. Ich weiß nicht, ob das mit der Flinte geht. Wir können auch irgendwas wieder werfen. Aha. Wir haben mal nichts mehr zu trinken. Ach, wir nehmen Stimpack. So ganz gut für uns im Kopf. Im Moment, der kommt hier, der kommt zu spät. Das mit dem Stimpack war eindeutig zu spät. Ich frage mich gerade, wo ich hier überhaupt bin. Ich bin zu mir gekommen und war irgendwo. Aber nicht da, wo ich vorher war. Ich kann Stimpacks nehmen, das kann ich noch. Wir schaffen das. War der Hund. Wir haben ihn. Kein Grund zur Sorge. Mutantenhundefleisch. Kurze Feuerstöße. Du sagst das so einfach. Ja, das ist ja auch ein kleines Gewehr, was sie da hat. Gibt's das nicht in größer? Geht das nicht größer? Nur ein bisschen. Der Hund ist immer noch tot. Mach sie fertig. Was haben wir denn hier noch für eine Waffe, die mehr ausrichten kann? So ein Molotow? Nein. Die sind doch bestimmt... Das macht denen nichts. Irgendwas, das kann viel hier. 90 Schuss, immerhin, aber das kommt nicht so weit. Feuerrate 20, Reichweite, aber nur 47. Sollte aber reichen hier. Es sollte reichen, wollte ich sagen. Damit. Na, so. Na, so. Ja. Was ist denn, wenn wir hier noch rumlaufen? Blöder kleiner Mann. Ach so.
Sorge. Oh, den kriegen wir nicht. So kriegen wir den nicht. Da brauchen wir besseres. Vielleicht nehmen wir Hilfsmittel. Erstmal gegen. Ja, damit wir nicht so viel Schaden nehmen. Dann vielleicht ein bisschen Psycho. Und ein Red Away. Weil wir sowieso schon am Mischen sind. Schönes Cocktail. Kein Grund zur Sorge. Das hat jetzt nichts gebracht. Hätte es aber können. Ja, wir versuchen das Ganze aber nochmal mit diesem Cocktail. Sie hat gar nicht geschrien, ich möchte töten oder sowas. Ups, wo müssen wir denn hier? Hilfsmittel im Medex gegen Schaden. Und Red Away, um die Strahlung loszuwerden. Und ein Psycho. Und vielleicht noch ein Stimpack obendrauf. Nein. Wie war das mit Wodka? Wir hätten mehr Glück. Aber wollen wir uns jetzt betrinken? Kommt her! Oh mein Gott. Kriegen wir den jetzt? Nee, ne? Oder? Vielleicht doch? Kleines Baby, Angst haben? Angst. Wer redet hier von Angst? Chat? Oh ja! Und nachladen. Boah, das war aber knapp, das war aber knapp. Könnten wir schaffen. Oh, wie sollen wir das denn schaffen? Eieiei, hier rein, da! Ach, wie auch immer. Oh, wir brauchen schon wieder so ein E. Ach so, eine andere Waffe wäre gut. Waffe, und zwar die Planke, nein. Leuchtpistole wäre auch gut. Was war... Oh, die kann doch was. Ein Supermutant, ich unaufhaltsam. 8 Schuss nur. Na, das hilft auch nicht so gut. Ihr Menschen uns erschaffen. Jetzt ihr leiden für eure Überheblichkeit. Feigling. Och, ihr seid zu dritt. Ich bin nur alleine mit Preston. Preston ist eher so ein Klotz am Bein. Ich alleine mit Klotz am Bein. Wieselige Menschen. Wieselige Menschen. Na gut. Na gut, raus da. Immer noch unter Droge. Verdammt, wo sind sie? Den kriegen wir doch nie. Preston, steh nicht im Weg. Früher oder später, du müsstest.
Nein, so wird das nichts, so wird das nichts. Wir brauchen hier was anderes. Oh Mann. Irgendwas Schnelleres. Was hatten wir denn vorhin? Impro-Gewehr bringt gar nichts. Das Kampfgewehr vielleicht. Feuerrate ist jetzt auch nicht so viel mehr. Das hier hat eine gute Feuerrate. 10 mm Pistole. 38, 62, 45. Ach, wir sterben sowieso gleich. Lass mich durch, Preston! Lass mich! Du bist mein Tod! Mann! Ja, das macht er jedes Mal. Man sollte sich dran gewöhnen und dann. Ich hab doch gesagt, Klotz am Bein. Jetzt du sterben! Mensch. Kein Grund zur Sorge! Ach, wenn Preston ein bisschen mit war. Er steht einfach nur da. Der schafft das sogar. Wir schaffen das. Ja, das war schon mal ganz gut. Ich dich finde, dich umbringe. Ich bin das Wiesel. Hat er doch gerade selber gesagt, wir wieseligen Menschen, oder was hat er gesagt? Kommen raus aus Versteck. Oh Gott. Jetzt hat er uns entdeckt. Folgt er denn auch? Nein, er bleibt da stehen. Bald ich dich finden, Mensch. Okay, da hinten steht er. Oh, er nimmt aber auch Schutz, so ein bisschen Deckung. Schleichratte bin ich jetzt. Ich werde immer wütender, wenn der mich beleidigt. Schleichratte. Nur weil er groß und stark und leuchtend ist. Preston, komm hier runter, bevor du stirbst. Wir haben ihn fast. Gemeinsam, Preston, gemeinsam. Ach, das war ja einfach. Mein Gott. Ich muss erstmal gleich duschen gehen. Nass geschwitzt des Giftmischers. Schon wieder sowas. Sehr gut, Jagdgewehr. Tada! Des Giftmischers Jagdgewehr. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Sehr gut. Können wir das noch tragen, alles? Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Ich bin sicher, die brauchen das nicht mehr, Preston. Kronkorken, 308er Patrone, 38er Patrone und kurz automatisch Impro-Gewehr des Giftmischers irgendwas. Aha. Mutantenhundefleisch. Lagen hier nicht noch mehr rum? Passt. Wir sind hier durch und ich bin auf Entzug. Wo haben Sie die Frau hingebracht? Lucy, wo bist du? Nicht so laut. Preston ist noch da. Naja, wir werden ja jetzt nicht alle Etagen hier durchsuchen müssen, oder? Wir sind ja jetzt schon einmal oben. Aha. Also, nein. Warte mal. Oh, die haben irgendwas geworfen. Oh,
Bingo. Ich wollte noch Vorsicht sagen. Ist denn hier irgendwas? Mach sie fertig! Ja, und wir sind leider wieder reingerannt. Sonst hätte ich gesagt, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich muss erstmal hier irgendwo einen sicheren Punkt zum Speichern finden. Hier zum Beispiel. Macht's gut. Tschüss.